Und da sind wir auch schon wieder. Und wie in der letzten Folge schon erwähnt, ich hatte die Lösung wirklich direkt vor Augen. Ja. Ich muss hier rein. Weg. So, gehen wir hier hinten erstmal ein bisschen den Schaltern spielen. Oh, jetzt kriegen wir sogar noch das weiße Gel. Sehr schön. Oh, da war wohl irgendwo ein Loch drin. Na egal. So, die weißen Flächen. Die sind dazu da, da kann man da Portale hinsetzen. Das ging vorher halt nicht. Hier ist gerade alles ziemlich schlau. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch. So, also mal hier. Jetzt können wir nämlich hier rüber. Und können dadurch. Ich hätte sonst schon ein Portal setzen. Weil, jetzt sind wir nämlich hier. Nee, ich töte dich. Das ist die Tür, wo eben verschlossen war. Jetzt haben wir nämlich hier auch eine Sprungfläche. So, jetzt lassen wir die noch einmal durch. Und dann... Reicht's? Reicht. Kann nur rüber. Willkommen im Enrichment Center. Hörst dich gesund an, mein Freund. Die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Das sah schon besser aus. Wir in Zukunft für menschliche Testobjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Ja, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Na egal, laufen halt. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Ich gebe mein Bestes. Bring mir noch ein paar Schmerz damit. Okay. Danke für die Warnung. Zum Glück ist ja mein Englisch so gut, dass ich alles verstehe, was da steht. Na, wo sind wir denn? Ah, mein Lieblingsraum. Der ist lustig. Da haben wir wieder dieses weiße Gel und wie man sieht, momentan geht noch nichts. Also tun wir jetzt hier erstmal rumspielen. Ja, ich weiß, man braucht nicht so viel, aber es macht Spaß. Der Säule. Na, ich glaube da drüben. Dann springen wir mal durch. Ja, yeah. Mach weg. Und hier ein bisschen hin. Da ein bisschen hin. Können wir uns hier dann so langsam einen Weg nach oben bauen. Reicht das schon? Na egal. Das macht Spaß. Hier brauchen wir auch noch was. Wo ist die Fläche da irgendwie drauf? So, das. Hier noch ein bisschen. So, ich denke mal, das reicht mal für den Anfang. Ah, falsche Richtung. Da rein. Gehen wir jetzt erstmal hoch. Haben wir nämlich jetzt hier eine Absprungfläche.
soll. Was mache ich hier eigentlich? Ich will jetzt runterspringen, dann fliege ich doch da hinten raus. Komme ich da rein? Ich hoffe es. Okay, hat funktioniert. Das Leben der Zitronen geht, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Ehrlich! Ja. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Ja. Das Leben soll es bereuen, Kate Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft. Mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich ihr Haus in die Luft. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich sprech's auf Band, damit sich jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carol in den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar schrullen und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meine Fähigkeiten steckt sie in meinen Computer. Okay, ist vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Sehr schön. So, und langsam kriegen wir, glaube ich, auch mal so... Können wir uns denken, wer Carolyn ist, oder? So, dann geht er runter. Und... Ah, verfehlt. Nochmal. Wo ist es denn jetzt da? Das ist... Ah, ist orange noch. La la la. So, das. Das war's jetzt. So, und müssen wir noch höher, oder? Na, wohin? Oh, hier ist eine Tür. Ich kann einfach durch die Tür. So viel einfacher. Und mal wieder ein Ladebildschirm. Sehr schön. Dürften wir das dann ja auch bald abgeschlossen haben, diesen Abschnitt. Glaube ich, denke ich, vermute ich. Naja, sehen wir dann. Ich weiß, es sieht finster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Okay, explodieren wir mit Würde. Wie funktioniert das? Orange da runter. Oh, da hinten. Das ist dieser zweite Raum, wo ich schlechte Erinnerungen habe. Aber sollte jetzt machbar sein. Aber ungefähr weiß ich noch, wie es funktioniert. Ich hoffe, ich weiß noch, wie es funktioniert. Sehen wir ja dann. Blau und dann machen wir orange. Liegt ja noch. Erstmal in diesem Raum war wie Chaos hoch 3. Als erstes machen wir hier mal ein bisschen Klipper kreuz und quer. Da oben Klipper, hier ein bisschen Klipper. Vorne noch ein bisschen Klipper. Ich brauche ein bisschen. Ja. So. Dann
Schrot da hoch. Und jetzt brauchen wir blau noch da oben. Was mache ich denn hier? Sehr schön. Sagt die Uhr. Die Uhr sagt, den Raum könnten wir noch schaffen. Da oben ist der Gelpump. Da müssen wir hin. Aber vorher müssen wir erstmal da irgendwo hoch. Da glaube ich war es. Jo. War das hier? Weiß ich nicht mehr. Na, sehen wir dann. Ich glaube aber, ich bin richtig, weil... Jetzt kann ich da eins hinmachen und dann springen wir hier in so Orangen rein. Sehr schön. Das Poster, kannst du das mal ansehen? Ja, kann ich. Sehr schön. Dann gehen wir ihn doch mal besiegen. Schon wieder so ein Riesentor. Ich muss wieder runter. Weil da kommt jetzt gleich was runtergefahren. Hier alles gebaut hat. Na komm, mach schneller. Wir haben noch keine Zeit. Das ist da oben ein Portal. Achso. Hopp, hopp. Lass mich nein. Und hoch. Wenn ich dicht genug ankomme, frittiere ich jeden Schaltkreis im Kopf dieses Idioten. Solange ich mir dabei nicht
vielleicht. Das wirst du schon schaffen. Sind wir ja gleich oben. Sehr schön. So, und da kommen wir dann wieder hoch zu Wheatley. Und wie es mit Wheatley weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao.